herzlich willkommen zu Genussvoll. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir das wirklich Weltbeste, das allerbeste, das verspreche ich euch, das beste Apple Crumble Rezept, was ihr kennt oder was es auch gibt. Das, wie gesagt, verspreche ich euch, das ist so genial. Probiert dieses Rezept unbedingt aus. Und dazu zeige ich euch noch, wie ihr Vanillesoße ganz einfach selbst machen könnt. Das ist nämlich total einfach und schmeckt tausendmal besser wie aus dem Päckchen, entweder fertige oder auch die, was man so aus Puddingpulver oder so macht. Ich kann euch wirklich empfehlen, probiert dieses Rezept aus. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit den Zutaten. Als erstes bereiten wir jetzt die Vanillesoße zu, damit sie nachher zum Apple Crumble richtig schön kalt ist. Und dazu brauchen wir Milch, Zucker, Speisestärke, ein Eigelb, eine Vanilleschote und eine Prise Salz. Ich gebe als erstes die Speisestärke zum Eigelb. Dazu gebe ich dann ungefähr ein Drittel der Milch und das Ganze verrühre ich dann so gut, bis eben da keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Danach wird die Vanilleschote einmal in der Mitte aufgeschlitzt. Und dann drehe ich das Messer einmal um. Und dann kratze ich mit dem Messerrücken das Vanillemark aus. Die restliche Milch habe ich mir dann schon mal in einen kleinen Topf gegeben und da hinein kommt dann das Vanillemark. Und dann rühre ich das Ganze einmal kurz mit dem Schneebesen durch, damit sich die Samen voneinander lösen. Dann gebe ich da den Zucker dazu. Eine Prise Salz und zum Schluss gebe ich dann die Vanilleschote ebenfalls in den Topf. Und dann habe ich den Topf auf den Herd gestellt und dann wird die Milch so lange erhitzt und zwar unter Rühren natürlich, damit da nichts anbrennt. Und zwar muss die Milch jetzt zum Kochen gebracht werden. Und sobald die Milch anfängt zu kochen, gebt ihr das Stärke-Eigelb-Milchgemisch dazu. Das habe ich einmal kurz nochmal vorher durchgerührt, weil sich die Stärke ganz gerne mal am Schüsselrand am Schüsselboden absetzt und dann wird das Ganze gut durchgerührt und nochmal richtig schön für eine Minute ungefähr aufgekocht. Und dann merkt ihr auf jeden Fall auch schon, dass das Ganze ein bisschen dicker wird. Wie gesagt, lasst das Ganze jetzt nochmal ungefähr eine Minute köcheln, damit die Stärke richtig abbinden kann. Und damit ist die Vanillesoße auch schon fertig und die stellt ihr jetzt erstmal beiseite, damit sie eben richtig schön abkühlen kann. Die Vanilleschote, die wir ja noch da drin haben, die nehme ich erst dann raus, wenn ich die Vanillesoße im Grunde genommen serviere, weil die Vanilleschote natürlich jetzt noch richtig kräftig ihr Aroma abgibt und deswegen hole ich die eben später erst raus. Für den Apple Crumble brauchen wir natürlich Äpfel und zwar solltet ihr hierbei eine säuerliche Sorte verwenden. Dann brauchen wir noch Mehl, Butter, braunen Rohrzucker, Haferflocken, ganze Haselnüsse, etwas Zimt und wie immer eine Prise Salz. Die Haselnüsse werden jetzt erstmal grob gehackt. Da könnt ihr im Grunde genommen selbst entscheiden, wie grob oder wie fein ihr die Nüsse haben wollt. Die Nüsse kommen dann in eine Pfanne. Und die Nüsse, die werden jetzt erstmal richtig schön angeröstet und zwar merkt ihr das dann, dass da so ein richtig leckerer Haselnussduft entsteht. Als nächstes bereiten wir dann die Streusel zu und dazu gebe ich jetzt als erstes die Butter in eine Rührschüssel. Dazu kommt dann eine Prise Salz. Der Zucker, wobei ich mir ungefähr so 2 Teelöffel von dem Zucker übrig lasse und ein bisschen Zimt. Da könnt ihr natürlich so viel Zimt nehmen, wie ihr gern mögt. Ich persönlich bin ein Zimtliebhaber, deswegen nehme ich auch gern ein bisschen mehr Zimt. Ihr könnt ihn aber natürlich auch komplett weglassen, wenn ihr gar kein Zimt mögt. Und das Ganze werde ich jetzt erstmal mit dem Handrührgerät schaumig aufschlagen.
Wenn ihr das Ganze dann gründlich miteinander verrührt habt, dann kommt da jetzt das Mehl und die Haferflocken dazu. Und dann wird das Ganze kurz zu Streuseln verarbeitet. Und ganz zum Schluss kommen dann noch die gerösteten Nüsse dazu. Und die hebe ich einfach nur kurz mit dem Teigschaber unter die Streusel. Ganz zum Schluss wenden wir uns jetzt den Äpfeln zu und ihr könnt euch natürlich entscheiden, ob ihr die schälen möchtet oder die Schale dran lassen wollt. Ich lasse jetzt die Schale dran und ich halbiere den Apfel jetzt erstmal und dann wird er geviertelt und dann entferne ich einmal das Kerngehäuse hier in der Mitte und dann wird der Apfel in kleine Stückchen geschnitten. Die Apfelstückchen habe ich alle in eine kleine Auflaufform getan und zu den Äpfeln gebe ich jetzt noch mal ein bisschen Zimt und den restlichen Zucker, den wir ja vorhin noch übrig hatten. Und dann werde ich das Ganze einmal ein bisschen vermischen. Und zu allerletzt werden dann die Streusel auf den Äpfeln verteilt. Der Apple Crumble ist jetzt bereit für den Ofen und zwar habe ich den schon mal vorheizen lassen auf 180 Grad Umluft. Und da kann er dann backen für ungefähr 35 bis 40 Minuten und zwar so lange, bis die Streusel natürlich eine richtig schöne goldbraune Farbe erhalten haben und richtig lecker knusprig sind. Ist überhaupt nicht schwer, natürlich ein bisschen aufwendiger wie andere Apple Crumble Rezepte, aber ich verspreche euch, das lohnt sich definitiv, das ist ungelogen das weltbeste Rezept und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Man sieht leider gerade nicht so schrecklich viel von den Äpfeln, aber ich finde, das sieht so unglaublich gut aus und die Streusel, die sind richtig, richtig knusprig und auch durch den braunen Zucker, den wir ja verwendet haben, hat das so eine leichte Karamellnote und durch die Nüsse und die Haferflocken bekommt das Ganze so eine schöne kernige Struktur und so richtig, mit einem richtig schönen Biss und auch vom Geschmack her richtig schön, ja, süß-herzhaft eigentlich, kann man schon sagen. Und unglaublich lecker, passt zu den Äpfeln echt gut und auch mit dem Zimt und das duftet einfach nur herrlich. Wie gesagt, probiert dieses Rezept unbedingt aus und die Vanillesoße ist einfach, ja, einfach genial. Vor allen Dingen so einfach und schnell zu machen. Ich kaufe definitiv keine fertige Vanillesoße mehr, denn das übertrifft definitiv es nicht. Genau. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Rezept mal nachmacht. Und wie gesagt, ich kann euch das wirklich nur wärmstens empfehlen. Ihr könnt natürlich auch andere Früchte verwenden. Ihr müsst keine Äpfel nehmen. Ihr könnt auch Heidelbeeren nehmen, Birnen oder was auch immer, was ihr finden könnt. Einfach nur super lecker. Allein die Streusel, die sind so genial. Also deswegen probiert dieses Rezept unbedingt mal aus. Und wenn ihr das getan habt, dann schickt mir gerne mal ein Foto davon auf meine Facebook-Seite. Die ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und genau, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Ob euch das auch so gut schmeckt, wie es halt mir schmeckt. Weil, also ja, ich kann mich nur wiederholen. Es ist einfach nur ein geniales Rezept. Und ja, dann hoffe ich, dieses Video und natürlich auch dieses Rezept haben euch gefallen. Dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann holt das jetzt am besten sehr, sehr schnell nach. Denn dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr von mir.
denn jeden Donnerstag um 16 Uhr kommt ein neues Video und dann ja, wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Nachmachen und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.